Ich habe eine Frage, und zwar geht es darum, wenn Kinder von derselben Frau fünfmal gestillt werden, ist dann dieses Kind von, also ist es da, dieses Kind gehört es dann dieser Frau? Ja, okay. Also, erstens muss man wissen, also damals war ein Ei im Koran, ja. Und diese Ei wurde aufgehoben und auch die Urteil ist auch aufgehoben. Und die Eier war mit 10-mal stillen. Wenn ein Kind von einer Frau 10-mal gestillt hat, in diesem Fall dieses Kind ist Kind oder Sohn von dieser Mutter geworden, seine Mutter. Aber wie gesagt, das wurde aufgehoben zu 5-mal, kann man radiallahu anha. 5-mal, wenn ein Kind, ein Sohn, ich meine ein Junge oder eine Mädchen, von einer Frau 5-mal gestillt hat. In diesem Fall, diese Frau ist Mutter geworden von diesem Kind. Und ich gebe euch ein Beispiel. Eine Frau, die ein Kind hat, sagen wir ein Junge. Okay, ein Junge. Und die Frau, sagen wir, arbeitet. Und dann, sie hat das Kind zu anderen Frau gebracht. Und diese Frau hat auch ein Baby. Sie stillt auch ihre Baby. Und dann auf einmal, das Kind von der anderen Frau, von seiner Mutter, die gebracht wurde, hat Hunger. Okay? Er hat Hunger. Er kann auch zum Beispiel von Flasche trinken, aber die Frau hat ihm ihre Milch gegeben, damit er auch stillt. Sag mal, 9 Uhr hat gestillt, bis er richtig satt geworden ist. Nach einer Stunde hat ihm wieder Milch gegeben von ihrer Brust. Zweimal. Nach 2 Stunden kam Mittagessen. Ach, genauso, diese Junge hat auch nochmal zum dritten Mal von dieser Frau gestillt, bis er satt geworden ist. Muss auch satt werden. Nicht einfach nur 2, 3 Mal so saugen, heißt das ja. Und einfach so, nein. Er muss richtig, richtig stillen, bis er satt geworden ist. Und dann, wie gesagt, Nachmittag wieder, hat zum vierten Mal wieder gestillt. Und nochmal zum fünften Mal gestillt. Das heißt, wenn er 5-mal von dieser Frau, diese Junge, gestillt hat, diese Frau ist seine Mutter. Und der Mann von dieser Frau ist auch sein Vater geworden. Und wenn diese Familie jetzt oder diese Frau auch Kinder hat, sag mal, sie hat auch eine Tochter. Diese Tochter von dieser Frau ist auch seine Schwester geworden. Das heißt, diese Tochter von dieser Frau, die ihn gestillt hat, er darf sie nie heiraten. Nie heiraten. Er darf sogar auch mit ihr Hajj gehen. Ist Mahram für sie. Ist Mahram für sie. Er darf diese Frau oder diese Schwester von ihm, also Milchschwester heißt das, er darf sie nie heiraten. Das heißt, er ist ihre Bruder. Okay? Und alle, sagen wir mal, alle Töchter, die von dieser Familie sind, diese Junge darf keine Töchter von dieser Familie heiraten. Der ist ein Bruder von denen geworden, Subhanallah. Okay, es gibt viele Leute, die wissen das nicht. Und gab es auch viele Fälle, auch die auch ein Bruder hat auch seine Milchschwester geheiratet, weil die auch nicht das gewusst haben. Die haben das auch nicht gewusst. Und irgendwann kam jemand, der sagt, aber also du hast von dieser Frau gestillt. Und das heißt, du hast von gleichen Brust auch gestillt. In diesem Fall, diese Schwester ist deine Schwester, Milchschwester, und du darfst sie nicht heiraten. Und dann auf einmal, sie müssen trennen, Talak geben. Warum? Weil keiner darf seine Schwester heiraten. Okay, habt ihr das schon? Na.
Nur eine Frage. Mhm. Wenn aber an diesem Tag oder allgemein ein Zeitraum nur viermal gesaugt wird, was ist dann? Das heißt, wenn an diesem Tag, deshalb habe ich gesagt, muss nicht im gleichen Tag sein oder muss nicht zum Beispiel in einem Monat sein, Hauptsache fünfmal. Kann sein, dass heute einmal gesaugt hat. Und dann in ein paar Tagen, zwei Tage, hat die Frau oder seine echte Mutter hat ihn wieder zu dieser Schwester oder zu der Menschenmutter gebracht und hat nochmal gestillt, zum zweiten Mal. Nach einer Woche genauso. Hauptsache muss fünfmal das sein. Einmal, zweimal bis viermal zählt das nicht. Muss fünfmal das sein. Und auch von diesem Still muss, wie gesagt, diese Junge oder diese Mädchen muss satt werden. Nicht einfach nur einmal saugen, zweimal saugen und dann das was. Nein, muss richtig saugen, bis er richtig bäh sagt. Das heißt richtig satt geworden.